Jo, das ist voll mit Blut alles. Krass, wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier? Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen kleinen Video in the Mountains. Was machen wir, wenn wir keine Lust mehr haben auf spukende Häuser, dunkle Kellerräume oder verlassene Wälder? Wir gehen nach oben, weit nach oben, hoch in die Berge. Abseits der Wege finden wir eine Höhle. Eine Höhle, mit der irgendwas nicht richtig zu sein scheint. Aber wir sind ja neugierig, wie ihr wisst, und wir wollen dem Ganzen auf die Spur gehen. Und genau darum geht's in The Mountains. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht genau, um was es geht. Ich habe nur gesehen gehabt, dass der Entwickler eigentlich vorhatte, das Game nicht fertigzustellen und sich dann doch umentschieden hat. Und jetzt dieses fertige Spiel sozusagen noch rauszubringen. Er entschuldigt sich auf jeden Fall, wenn irgendwelche Dinge schief aussehen sollten oder nicht richtig sein sollten. Aber wir schauen auf jeden Fall zusammen mal rein. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich wieder wie immer um ein positives Feedback freuen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Schauen wir mal rein. So, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. 10 Kilometer quer durch die Berge über einen Kammsimme gelaufen, haben 3 Nächte hier übernachtet, um diese Basis hier zu finden. Ne, Quatsch, wir haben sie ja zufällig eigentlich gefunden. Was haben wir hier? Warning, Fresh Feather will be shot. Es sieht aus, als würde es keinen anderen Weg geben. Das heißt, wir müssen da hoch. Es gäbe ja auch absolut keine Möglichkeit, wieder zurückzulaufen. Wenigstens, Leute, wenigstens sind wir nicht der Erste, der hier oben ist. Das heißt, es sind sicher mal keine Yetis oder so. Ansonsten wären diese Zäune ja nicht gebaut worden. Aber irgendwas wollen die zurückhalten. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht finden wir jetzt die Geheimbasis des Weihnachtsmanns hier oben irgendwo. Aber 100 Pro irgend so eine Experimentenbasis oder was weiß ich. Wo die wieder irgendwelche komischen Sachen züchten. Ah, ich mag den Grafikstil. Ich mag den einfach. Was haben wir hier? Outpost, also Außenposten Delta. Alpha haben sie geschlossen. Wegen Überschwemmung. It's pretty dark. Okay, wir brauchen eine Taschenlampe. Oh, macht es für mich nicht wirklich besser. Ich sehe gar nichts. Hätte ja mal sich eine LED-Taschenlampe zulegen sollen. Oder so eine Xeon-Licht-Taschenlampe. Das wäre es gewesen. Ich laufe jetzt einfach mal dem Licht entgegen. Am Ende des Tunnels. Ey, es ist kein Unterschied, ob ich an- oder ausmache. Keine Ahnung, was die hier unten machen. Es ist ja mal 100 Pro so eine Militärbasis. Müsste jetzt eigentlich safe verschlossen sein. Wenn der jetzt einfach durch die Tür spazieren kann, habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Habe ich eine hier. Ist einfach offen. War wahrscheinlich sogar nur angelehnt. Jeff, mach mal Durchzug. So. Was haben wir hier? Level 0. Wir brauchen ein X-Level 1 Key. Alles klar. Also hier kommen wir nicht lang, ne? Das könnte vielleicht auch ein Aufzug oder sowas sein. Warte, hier lang. Ah, das obligatorische Blut ist natürlich auch am Start. Wollen wir da rein? Wir gehen gleich da rein. Was haben wir hier? Okay, wir haben eine Keycard gefunden. Beobachtet werden wir also auch. Strom scheint auch noch zu laufen. Verfolgt die uns? Ey, die verfolgt uns ja sogar. Guck mal. Okay. Ah, die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Da ist irgendwas rumgefallen. Gut, dann können wir aber wenigstens jetzt hier reingehen. Piep. Wir benutzen die Keycard. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was könnte uns mitten in den Bergen, Schweizer Alpen, gerade bei mir zu Hause hier um die Ecke, wohl erwarten. Außer ein Militärbunker. Okay, wir sind Level 1. Aber wir sind doch nach unten gegangen. Aha, okay, die zählen die Zahlen nach unten. Alles klar. Boah, ist mir eigentlich zu dunkel. Okay, die Tür ist kaputt. Hallo? Boah, ich weiß ja auch nicht, ne? Die ist kaputt. Die ist kaputt. Da hat sich der Entwickler aber auch mal einfach gemacht. Gut, der hat ja dazu geschrieben gehabt, dass er das Spiel eigentlich gar nicht fertig entwickeln wollte. Weiß gar nicht wieso. Was haben wir denn hier? Pick it up, Crowbar. Aha, wo kam die denn jetzt her? Ich habe die gar nicht gesehen.
Können wir jetzt die kaputten Türen damit aufbrechen? Dann will ich aber nochmal hochgehen. Mach her. Habe ich irgendwie ein Inventar oder so? Ich habe Angst, wenn ich Escape drücke, schließt einfach das komplette Spiel. Dass ich irgendeine Taste drücke, habe ich im Inventar oder so? Ich weiß nicht. Crowbar? Kann ich die für irgendwas benutzen? Nee. Und hier? Auch nicht. Ja, sonst ist hier ja nichts. Was haben wir hier? Ah, hier ist noch mal was. Oh, ich dachte gerade, das sind Beine. Können wir crouchen? Auch nicht. Hä? Was denn? Ach, das ist ein umgekipptes Bett. Ja, was wollen wir denn dann hier in dem Zimmer? Okay, wir gehen nochmal zurück. Ah, alles klar. Ja, aber wie... Ah! Was... Ah, das ist meine Empfindlichkeit, wo ich mit dem Mausrad bestimmen kann hier, oder was? Oh, das ist gut. Aber... Guck mal, die Tür ist schon so halb offen eigentlich. Ja, wie... Ja, das ist Taschenlampe. Sonst habe ich aber nichts. Müssen wir jetzt echt wieder hoch? Warte, ich gucke jetzt nochmal. Tut mir leid, Leute. Oh mein Gott, hier war es gewesen, Mann. So rostige Gitter. Verdammt, wer kommt... Boah, ist aber echt mega dunkel. Halleluja. Da bin ich ja mal gespannt. Mein Gott, habe ich mich erschreckt. Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Ah. Und jetzt? Kann ich in irgendeine Richtung oder so? Wow, jetzt dachte ich schon, was geht hier denn ab? Alles klar. Okay, wir sind wahrscheinlich jetzt irgendwie in Level, keine Ahnung, Entering. Aha, wir kommen rein. Level 10 oder so, so tief wie wir gefallen sind. Keine Ahnung. Okay, haben wir einen Aufzug. Können wir mit dem fahren? Nee, der braucht Strom. Also Strom hat er, aber da sind wir gekommen. Also ich weiß nicht, spätestens jetzt würde ich ja irgendwie wieder abhauen wollen. Aber wir scheinen neugierig zu sein. Was haben wir hier? Brauchen wir wahrscheinlich wieder... Okay, wir brauchen Level 2 Keycard. Kommen wir hier hoch? Oh, das ging aber schnell. Momentale Teleportation, ey. So ein Kuckuck wäre neidisch auf uns. Also die Atmosphäre ist schon geil, aber es fühlt sich noch so ein bisschen schwerfällig an. Was haben wir denn hier? Sieht man was? Nö. Ah, wir haben die Keycard. Cool. Kommen wir hier rein wieder? Ich weiß nicht, ob wir einfach zurück wollen lieber. Oder ist das so ein Shortcut? Ist ein Shortcut, oder? Hier fallen wir jetzt sicher einfach wieder runter. Hui! Jawohl, war ein Shortcut. Na, weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Da war ein recht massives Stahlgitter gewesen. Kommen wir hier rein. Was? Er will da nicht reingehen. Wieso nur da so ein bisschen Blut ist? Ah, oben hat sich auch nicht gestört. Ach Gott, ey. Willst du hier nirgends rein? Nee, der will hier nirgends rein. Okay. Weichei. Machen wir mal die auf hier. Wow, wir haben Licht! Endlich! Boah, jetzt hab ich aber Schiss, dass die Türen alle aufgehen. Jo, das ist voll mit Blut alles. Krass, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? What the fuck? What the fuck? Wo lang? Die kommen! Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Fuck, hab ich mich erschreckt. Bitte sind wir richtig. Wir sind nicht richtig, ne? Oh, wir hätten, glaube ich, wieder zurückgehen müssen, einfach. Okay, scheiße, das ist heftig.
Verdammt! Ey, ich will da nicht runter! Egal, wir gehen jetzt. Sind die Fischer jetzt dort? Sollen wir nochmal gucken? Nee, ich gehe nicht gucken, oder? Komm, wir gehen nochmal gucken. Sieht man überhaupt was? Okay, wir gehen lieber, Mann. What the fuck? Okay, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, Mann. Das hat mich jetzt richtig geschockt. Okay, unser Ziel ist wahrscheinlich jetzt einfach abzuhauen. Kann ich einfach den Fahrstuhl nehmen? Ich wette, jetzt kommt was. Ah, nee, doch nicht. Heilige Scheiße. Können wir springen? Nee, können wir nicht. Aber hier scheint ja irgendjemand zu sein, weil wir werden ja beobachtet von den Überwachungskameras. Haben wir hier was versteckt oder so? Auch nicht. Ich lasse auf jeden Fall die Türen offen, wo wir drin waren. Scheint alles safe zu sein. Hier haben wir nichts drin. Hier haben wir auch nichts drin. Hier haben wir nur ein Kondom und hier ist auch nichts drin, alles klar. Okay, wir haben die Keycard. Weiß zwar noch nicht für welches Schloss, aber wir haben die Keycard. Jetzt sind wir auf der Frauentoilette. Ich hoffe, ich störe hier niemanden. Schade, ich dachte, er hat hier irgendein Easter Egg oder so versteckt. Oh, guck mal, das ist rot. Ja, das ist die Frauentoilette. Alles klar, Themawechsel. Access Level 4. Aber ich hatte die Karte. Hä? Aber ich hab doch eine Karte. Was denn los mit der, Junge? Hab ich die nicht aufgehoben? Warte mal. Im Waschbecken da hinten lag die. Doch. Hä? Das Spiel ist kaputt. Ja, ich will ja nicht wieder zurück zu diesen Viechern. Oder war da noch eine Tür gewesen? Nee. Hä? Ich hab die Karte. Ach, guck mal hier. Da ist noch was gewesen. Was ist das denn? Okay. Was mit dem los? Ah, das ist der Typ hinter den Kameras. Ah, das ist immer nur das Gleiche. Okay, krass. Kann ich... Aber ich brauche immer noch eine Keycard. Ah. Ich kann zwischen den Kameras hin und her schalten. Die Frage ist halt schon, wie lange der tot ist, ne? Haben wir hier noch was? What the fuck, wir können hier runter. Da hinten ist die Keycard. What the fuck? Tschüss, mach doch zu. Was geht mit dem ab? Greift er uns jetzt an? Ja, wir gehen einfach in die andere Richtung. Dann war's das. Oh, ich weiß nicht, ob der schneller ist. Warte mal. Oh, der kommt von der Richtung. Okay, wir können aber auch nicht rennen, ne? Da machen wir das jetzt ganz geschickt. Der Ready Move 3000. Ah, da kommen wir nicht lang. Hä, wie ist denn der da lang gekommen dann? Oh Mann, der cheatet. Müssen wir den da vorbeilaufen lassen, ne? Alles gut. Passt, sauber. Mach auf, los. Ja, ah, super.
Jo, wir sind Level, was, Level 4 ist das? Ja, immer schön auf die großen roten Knöpfe drücken. Warte mal. Oh. What the fuck? Was war das denn? Darf ich jetzt mal gucken, bitte, was hier passiert? Jetzt verstehe ich's. Oh mein Gott. Ah, ich kann die Tür hinterm... Ah. Ja, ja, try and error, huh? Tschüss. Kann er die Türen aufmachen? Kriegt er nicht hin, oder? Okay, da müssen wir das nächste Mal dran denken. Dass wir die Türen auch wieder verschließen hinter uns. Ich dachte, was kommt da denn angerannt? Haben wir die... Ne, weiter runter geht's nicht. Jetzt muss ich mal so die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Weil die stellt es immer wieder von selber irgendwie nach oben. Jedes Mal, wenn wir in ein neues Phasing reingehen. Alles kaputt. Das ist something... Broken. Da kommen wir auch nicht rein. Die ganzen Türen sind kaputt hier. Okay, hier brauchen wir eine Level 5 Keycard. Hm. Müssen wir mal gucken, wo die ist. Können wir irgendeinen Schrank aufmachen? Nee, auch nicht. Broken. Broken. Okay. Und jetzt? Oh, der ist auch schneller als vorher. Jo, oh, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Waren hier vorher nicht die Lichter an gewesen? Ja, ich sitze in der Falle und so, keine Ahnung. Ja, komm, greif mich an, ist okay. Boah, ist das laut, wenn der losrennt, ey, nicht normal. So, dann versuchen wir das Ganze halt nochmal. Irgendwo muss ja eine Keycard versteckt sein, um in die Tür reinzukommen. Hat dich die übersehen gehabt, aber wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, wenn das Vieh... da hinter uns lang. Es sei denn, wir müssen uns irgendwo verstecken. Hier ist halt echt nichts. Und die Türen waren alle zu. Oh, ich muss jedes Mal hier wieder runter skalieren. Die Türen waren echt alle zu. Es fühlt sich an, als wäre jemand auf der anderen Seite. Aber warte mal, der kommt durch diese Tür dort hinten. Ah, okay, ich verstehe es. Ich weiß halt nicht, wie schnell das Vieh ist. Wir verstecken uns mal hier hinter der Kiste, wenn der kommt. Okay, hat funktioniert. Go! Okay, die KI scheint anscheinend aber nicht so kreativ zu sein. Also auf Schritte oder auf so Lautstärken. Ups, Entschuldigung, tut mir leid. Scheint da nicht zu reagieren. Haben wir die Keycard jetzt hier? 100 Pro. Da ist er. Die Frage ist jetzt halt, von wo kommt der? Können wir hier raus? Nee. Kommt der jetzt wieder hier zurückgelaufen? Boah, ich weiß es halt nicht. Wo ist denn der? Oh. Der kommt wieder zurück. Wo können wir uns verstecken? Hier drin am besten. Schnell warten, bis er kommt. So, perfekt.
Schade, kann ich die Tür nicht einfach wieder zumachen? Das geht jetzt hier nicht. Das wär's, wenn der jetzt durch die Tür da bricht, wo da hinten noch war. Der kann jetzt nicht hier irgendwo rauskommen, oder? Das wär's jetzt. Da hinten ist er nicht. Nee. Los, los, los. Boah, geschafft.